Strecke jetzt Richtung Süden unterwegs. Oh, sieh, sieh. So, Kollege, wenn du mich ranbringst, dann siehst du mal, wie ein wahrer Reifenblätter aussieht. Und Einfahrt Ölstrecke ja, ein Träumchen. Jetzt fährt er weiter in Richtung Süden, Richtung... Dann zeigen wir den jetzt mal wieder geht. Hast du mir für eine Streife? Streife 2, ne? Richtig. Die Streife 2 nimmt sich diesem Typen mal an. Ist gleich an der Kreuzung angekommen und entscheidet sich, durchzuziehen. Oh! Boah, Alter! Das war knapp. Sie fährt weiter in Richtung Süden. Oh! Der Kotzi angekommen. Darf ich mal lieber meine Vorbeiziehen sehen, so ich dachte, wie sie ist. Ist an der Kreuzung angekommen, fährt weiter in Richtung Süden. Auf oh, da kann ich meine SC-Bewerbung wirklich anreichen. So. So, Sheriff, die passen wieder kommen. Ja, Richtung Nordwesten, altes Krankenhaus. Oh mein Gott! Ring of Fire angekommen. Ja, bist du jetzt wieder wach, ja? Und fährt hier Richtung Amine-Stadtpark unterwegs auf die Mission OP, die Brücke. Oh, Alter Schwede, wie fährst du? Oh mein Gott! LKW-Höhe jetzt angekommen. Warte mal ganz kurz, wo ist die Streife hin, die hier geflogen ist? Die ist, glaube ich, runtergeflogen. Wollt ihr die Kokette ja, oder? Ja, ich sehe da unten in den Vespucci-Kanälen was blinken im Wasser. Ja, die Streife 2, glaube ich, sind. Warte, wir fahren mal runter. Ja, ja, die Kokette da unten. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. What the heck? Check, die Komoda fährt wieder auf das stillgelegte Krankenhaus zu. Ja, Junge, ruf die Mediziner schon mal an. Um Gottes Willen. Feuerwehr, alles. Weiter unterwegs Richtung Megamall. Nicht erreichbar. Megamall angekommen, weiter in Richtung Süden. Ja, gerne doch. An der Tanke Ballers angekommen, weiter in Richtung Süden. Mace Bank Arena fährt er weiter in Richtung Süden. Wird sehr wahrscheinlich Richtung Norden abbiegen. Hab gesagt. Und fährt hier Richtung Reifen. Alter, was war das denn? Und gleich am Reifenhexer. Oh, am Reifenhexer hat es einen Reifen erwischt. Ja. Ach so, Scheiße. Pass auf, wenn die da liegen. Oh mein Gott. An folgendem Dispatch ist das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Junge! Ach du Scheiße! Hallo? Oh Gott, ich wollte Tony Hawk machen. Frage an die Schweizer in den Kanälen. Sollen wir die irgendwie überbringen? Scheiße. Es gibt niemanden, der die entgegennehmen würde. Erstmal, wir gucken erstmal, was abgeht, aber ihr könnt gerne schon mal herfliegen. Ich denke, dass das schlau ist. Ja, er fließt auch nicht, oder? Oh mein Gott. Jungs. Ja, Scheife 6 reicht auf. Ja, check, wir sind vor Ort, Jungs. 21. Genau. Warte mal ganz kurz. Ficky Ficky MPD oder was? Was? Nein, ich sag, hallo, man darf doch mal. Ja, ich muss. Ich hab gesagt, Ficky Ficky MPD oder was? Das zum Thema Sachen vor Rekruten und so. Ja, glaubst du, sie ist eine eiserne Jungfrau oder was? Nicht mehr. Das weiß ich nicht. Oh Gott, mir wird Zeit zu gehen. Können wir los? Hey, Connor, hast du was zu tun? Das ging aber schnell. Gerade nicht, nein. Ja, komm mit, wir müssen jetzt los. Dann sollten wir die andere Seite anfahren. Ja. Da gehen wahrscheinlich jetzt auch einfach nur noch Schaulustige auch noch hin. Das Problem ist, wir haben jetzt alles hier hinbeordert, ne? Ja, wenn die irgendwas anderes machen, sind wir am Arsch. Wie stehen uns genau? Was haben wir denn da? Die Hafengruppe entfernt sich jetzt vom Pagodenpark. Wir machen hinterher. Ui, Memo! Fahr mal ein Stück zurück! Oh, die... Ich weiß nicht, wie eure Streife, ne? Die kommen jetzt, die laufen praktisch... Auf uns zu, ich seh's gerade. Perfekt. Da ist der Anführer von denen, oder was? Ich glaube, das Oberkarnickel ist auf dem Bike. Können wir das mal runtertasern, das Oberkarnickel? Oh, ich will das halt bringen, einfach. Ich habe mal eine Frage. Wollen wir da mal, also sind wir genug Officer, um da mal einen Kreis drum zu machen? Ja, das wollten wir gerade machen. Wir haben auf euch gewartet, aber da ihr noch im Auto sitzt, warten wir jetzt bis zum nächsten Punkt. Wir laufen Richtung Vespucci-Bitti. Ja, check. Wir fahren da mal langsam hinterher. Wir laufen Richtung Vespucci-Bitti. Ja, check. Wir regeln ab. Ah, der Overwatch verfolgt das Ganze mal aus der Luft. Ich finde das irgendwie voll rassistisch, dass die nur weiß angezogen sind. Gibt auch braun und schwarz Häschen. Das sind aber Mischlinge. Also.
Ja. Da ist doch das Oberkanickel. Hm, da ist es ja. Ja, genau. Ich bin gerade richtig motiviert, das Oberkanickel da runter zu hauen, ne? Ja, der Overwatch für den Buzzer kommt. Herr Hötzi, kommen Sie. Die Griffinstreife, steigt jetzt bitte mal vorne aus und blockiert den Weg nach oben. Laufen, wenn ihr genug Leute da drin seid. Wo nach oben? Ja, kann Nickel laufen, wo ist die Person? Wir müssen die Liebe da mal alles gut machen. Ihr habt Taser-Freigabe, sollten Waffen im Spiel sein, natürlich auch Schussfreigabe. Der RPD ist abgeriegelt. So, an alle Kanickels hier, ne? Personen stürmen das. Das gibt Konsequenzen. Okay, wir setzen Tränengas ein. Officer raushalten und in die Gruppe Tränengas rein. Ja, für das ist Zeit, die jetzt zu verlassen, ansonsten werden wir Schusswaffengebrauch einsetzen. So, alle Personen, die keine Konsequenzen möchten, verlassen jetzt sofort das Grundstück. Das ist die letzte Aufforderung. Alle Personen, die nicht festgenommen werden möchten, verlassen jetzt sofort das Grundstück. Damit sind auch Sie gemeint. An den WF-Fahrer weiterfahren. Ja, ich habe schon eine Idee. Jan, die werden richtig lost sein. Mach mal wieder den Klassiker der Klassiker. Was machst du denn? Ja. Okay, ja, die fahren jetzt nochmal raus und dann kriegen wir die Info. Geben. Ich muss mir noch was notieren. Willst du die echt hart rannehmen? Die sind so schon lost. Ja, ich will sehen, was sie jetzt machen. Okay. Wen von denen darf ich steigen? Wir sollen eskalieren und wir sind alle 10, 17 und so, ne? Genau, das auf jeden Fall, aber versucht, also fahrt hier nicht raus, ne? Versucht das irgendwie hier so. Ja, wir fahren nicht raus. Holt die, also fahrt. Guck halt, dass du in die Richtung von außen, dass du in der Nähe der Ausbilder bleibst, dass die auch was mitkriegen. Genau. Ja, aber man darf wegrennen, ja? Ihr dürft gerne wegrennen, ne? Also, die dürfen uns auch tasern, sagt denn das, ne? Ja, ich hab denen schon gesagt, die haben den Taser auf der kleinsten Stufe eingestellt. Ah, oh, okay. Genau. Perfekt. Ich stell die Schafe dann auch auf die kleinste. Es tut mir leid, aber was soll ich sagen? Ich hab ihn jetzt auf Salve eingestellt. Ja, deswegen, also alles cool. Viele sind am Anfang so. Die werden dann Top-Officer. Wir sind dann einfach extrem aufgeregt. Einige wissen dann auch noch, dass ich streame. Dann gucken dann noch hier jetzt 130 Leute oder was das jetzt noch aktuell ist. Ne? Gucken dann noch zu. Dann sind noch mal mehr aufgeregt, plus deren Ausbilder gucken zu. Die wissen genau, es ist eine Übung. Die sind dann einfach lost. Das hast du gemerkt, dass er lost ist in dem Moment. Deswegen, ja. Alles cool. Dann die Streife bitte einmal in den hintersten Hangar. Wir haben hier höchstwahrscheinlich 3 Personen, die 10, 17 sind. Komm. Ja, warte, ich muss mal kurz Russo anrufen, was 10, 17 ist. Ja, scheiße, was wollen die denn jetzt hier? Kein Plan. Hier spricht das LSPD, bitte rechts ranfahren. Oh nein. No. Ja, und hier stresst die Straßenpolizei. Schalten Sie bitte Ihren Motor aus, legen Sie den Schlüssel aufs am Motorbrett. Ja. Und steigen Sie aus und kommen auf die Beifahrerseite. Komm du doch. Der Fahrer legt jetzt den Schlüssel aufs Armaturenbrett, dann geht auf die Beifahrerseite. Leitstelle für. Okay, für weitere Info, ich habe den Motor nicht ausgeschaltet. Benötigen eine 1090. Ja, ist ja alles gut. Kommen wir für den Dispatch, kommen. Check. 1090 ist unterwegs und trifft in einer Minute ein, komm. Streife 1, bitte. Ja. Die 1090 trifft nun ein und blockiert den Weg des verflüchteten Fahrzeugs. Hallo. Wir fahren schon lange weg, das ist unfair. Bitte einmal stehen bleiben. Jo, was geht? Schönen guten Tag, das LSPD. Die BD 109, cool. Hier ist meine Dienstmarke.
möchte von Ihnen jetzt einmal den Führerschein und den Personalausweis sehen. Schnappt sich den Beifahrer und geht ja zur Seite. Oh, oh shit, jetzt ist mir der runtergefallen. Kein Problem. Da hast du'n. Lauf, Forrest! Lauf! Das ist... Zack, wir brechen das dann einmal ab. Man könnte Dispatcher Richtung Westen unterwegs und kommt in wenigen Sekunden auf der Kreuzung heraus. War jetzt und biegt ab in Richtung Norden und fährt in Richtung FD. Passiert jetzt das FD und biegt auch beim FD in Richtung Westen ab, ist jetzt auf der FD-Brücke und fährt in Richtung Southside, in Richtung Stütze. Hier die erste Kreuzung vom Südlager, weiterhin in Richtung Westen unterwegs. Und hier ist die zweite Kreuzung, oben ungefähr südlich von Igos. Ja, kommt der auf der westlichen Seite. Ja. Weiter in Richtung Car-Center. Und fährt weiter in Richtung Westen unterwegs. Kommt jetzt auf der nördlichen Seite ist die Creation Center, südlich Seite Mauslieb. Und fährt am Benny vorbei in Richtung Norden. An der PDM-Baustelle biegt er ab in Richtung PDM. In Richtung Osten und fährt direkt wieder in Richtung Norden auf die FRB-Unterführung zu. So gleich Richtung durchgeben. Und fliegt ab in Richtung Westen. Richtung Westen. Gesehen. Kommt auf der Acadius-Seite raus vom Gegenverkehr. Fliegt ab in Richtung Norden. Auf der westlichen Seite vom Acadius Tower und fährt auf die Lokomotive zu. Das ist die Lokomotive 3, 2, 1. Jetzt an der Einfahrt Lokomotive nimmt diese nicht und fährt weiter in Richtung Norden. Dort ab in Richtung Westen und ist jetzt auf der nördlichen Ausfahrt von der Flugplatz, die macht sie ebenfalls nicht. Und wie vom SSGP3 ab in Richtung Süden. Jetzt wieder auf der anderen Einfahrt von der Flugplatz, die senkt er auch nicht. Und ist weiter in Richtung Süden unterwegs, nimmt wirklich eine Fläche, die hierher gekommen ist und fährt auf. Wir haben zwei Autos im Gegenverkehr zugefährdet, diese stark. Fährt jetzt weiter in Richtung Süden, fährt jetzt in Richtung Boden. Dazu in Nähe des roten Parkhauses, fliegt dort aber wieder ab in Richtung Osten, in Richtung PDM-Baustelle. Machen Sie sich für Ihren Sachen bereit. Gleich sind wir bereit. Okay. Ich hab das Gleiche in der Hand. In Richtung Unterführung der FFP Garage auf der Ortsseite. Das ist gleich am stillgelegten FD. Fährt aber diese kleine Seitengasse auf die FFP von euch. Überführung raus. Das ist die Brücke. Und jetzt fährt in Richtung Norden unterwegs und fährt auf das ICS-Gelände an der Weinbaustelle. Du eine Kratzer für Quintas, machen wir das. Dort ab in Richtung Westen am Kleidungsladen. Hier ist Mimi weiter in Richtung Westen unterwegs. Passiert. Das kriegt man raus, Kollege. Oder in der Nähe davon sind. Ich kann rein. Weiter vor, bitte. Ja, über noch Richtung Westen unterwegs. Das kriegt man rauspoliert, das nicht, glaube ich. Jetzt fahren wir doch nur noch Richtung Westen, aber kein Dispatch. Hallo? Biegt die jetzt ab in Richtung Norden und fährt jetzt auf die West Highway Ausfahrt und fährt auf den West Highway drauf. Dreht jetzt und fährt in Richtung Süden. Was ist Cliff? Ist jetzt auf dem innerstädtischen Highway und fährt gleich in den Tunnel rein. Oh nee. Hey, könnt ihr mich hören? Okay. Eventuell wird er in den Tunnel drehen, aber die Vermutung liegt eher dann auf, dass er gleich aus dem Tunnel rauskommt. Und er kommt aus dem Tunnel raus. Und er fährt jetzt in Richtung Osten. Ja, gute Straßensperre gewesen. Guck mal, ob ich so irgendwie an einem Knopf dran kann. Dann fahren wir auf Streifen. Du folgst dem Straßenverlauf weiter in Richtung Osten. Fährt eventuell jetzt die FD-Ausfahrt runter in Richtung FD. Tut er auch.
schaltet sich dann aber unter die FFB-Unterführung, unter diese komische Zauneinfahrt-Dings, so sind wir unter der FFB-Unterführung. Bongier B, vielen Dank für deinen Resub. 11. Monat, jetzt auch schon fast das Jahr voll. Dankeschön. Dann vermute ich jetzt in Richtung PDM. Ja, das tut er auch. Passiert PDM jetzt Richtung Süden. Biegt bei Weppet ab. In Richtung Westen. Ja, ist er jetzt bei der Lidlisse-Ulberstelle und fährt diesen Schleichweg, diesen, ich will euch austricksen, Weg. Dann fahren wir los, die Steife. Und kriegt die Aussaat nicht und fährt gegen den Stein. Am aktuellen Dispatch. Person steigt aus, Person nimmt die Beine in die Hand. Zweite Person nimmt auch die Beine in die Hand, eine Richtung Süden und eine Richtung Norden. Die eine im Norden stehen geblieben. Im Süden verfolgt der Overwatch einmal. Hallo? So, event müsste der Fahrer sein, der Overwatch gerade unter sich hat am aktuellen Dispatch. Einer von euch beiden. In Richtung Süden, jetzt in den Seitengärten. Dann fahren wir los. Richtung Norden. Sind mit den Schlüsseln hinten kollidiert. Umgefahren oder umgetasert worden, was auch immer. Steht auf jeden Fall. Ich sehe doch noch gar nicht. Was ist denn heute? Oh Gott. Geht die Beifahrertür noch auf? Unter? Schreife 13,107 Meter. Oh nein, ey. Komm. Herr Gewehr, Hallöchen. Der ganze Rahmen ist verzogen. Mit der Kokette hier. Ob's FD noch da ist? FD wäre natürlich jetzt perfekt für den Unfall. Die Leitstelle für die Streife 1 kommen. Die Tür an der Seite wenigstens noch auf. Leitstelle für die Streife 13 kommen. Mir ist sehr mir ist schlecht. Ja. Ich kotze mir ja auch alles voll. Gott. Hab mit die Tür. Ja, Leitstelle hört. Ja. Ich bräuchte 1029 für Luna Walker. Komm, ich stabilisiere sie. Warum stabilisiere sie? Luna beim Walker hat 3 geschlossene Akten wegen Diebstahlwaffenbesitz ohne Lizenz, illegal ist. Körperverletzung, Widerstand und Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Keine Akten offen. Checks zur Verstandsstreife ans Ende. Mitten auf der Kreuzung. Das ist die Endposition. Und wann? Die Leitstelle hört. Vor circa 2-3 Minuten. Die Joshua Girard. Die waren heute. Die ganze Zeit lang nicht anbringbar. Ja, heute. Heute am Mittwoch. Den 14.07. B. Ich will nach Hause. Joshua Girard. Ja, keine Zugehörigkeit, hatten viele geschlossene Akten wegen Überschreitung also der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Waffenbesitzer ohne Lizenz, Widerstand, ja, Sachbeschädigung Abbau, von Staatseigentum. Es ist auch gemütlich, Abbau. Nicht. Oh mein Gott. Blitzer oder sowas. Ach ja, schön. Endlich mal wieder so ein richtiger Unfall. So ein richtiger Unfall, den ich sonst nur mit Rick habe. Blitzer negativ. Ja, Small wollte ja auch früher außer dieses Fälle. Ich hoffe, Medics kommen. Schön Krankenhaus-RP. Eine Stunde mindestens für Small. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass die da hinten jetzt schon wieder komplett rumlaufen. Kann irgendjemand, ja, ist hier gerade irgendjemand, der das kann, der mal nach diesem Sultan da schauen kann? Krieg ich die mit drauf? Boah, ich glaube ja. Jetzt ja. Er ist gar kein Sultan. Okay, nevermind. Muss keiner machen, ich hab's selber. Weil vielleicht werden die auch als FD gefahren, aber mal schauen. Auf Skala von 1 bis 10. Wie schlecht ist euch? Mehr als 7 Grad. Es wird irgendwie schlimmer. Es tut doch alles weh. Oh,
Ist in der Safety unterwegs, oder so? Da ist keiner da. Auch vom Care Center niemand da. Komplette Krankenhaus. Ist keiner da. Wollt ihr mich verarschen? Ah. Wie? Es won. Stelle für die 23. Das? Oh. Hört? Ja, ja, das bin ich. Wir haben den Herrn Gulder kaputt gefahren. Ja. Ja, das wird auch das eigentlich ziemlich schlecht da unten. Vom FD Dinge abspielen, aber... Ja, wo ist denn die Streife? Dann fährt Streife 3 an. Ja, check. Spende bis jetzt Herr Gulder. Gucken ist, dass wir noch einen anderen Streifenwagen hinbekommen, dann müssen wir euch mit denen da ganz schnell hinbringen. Wie kann das denn sein, dass hier keine Drecksstreife kommt, die uns mal zum FD fährt? Seit 15 Minuten oder so. Frage von der 33. Okay, das sind vielleicht 3 Minuten, aber und dafür wollen wir übertreiben. Sultan am Shop begonnen. Ja, das ist auch gerade besonders wichtig. Hunter, die Frau Walker kann gehen, oder? Frage in den Funk, wem gehört die graue Sanchez am Mitarbeiterparkplatz? Ja, das sind die wichtigen Themen. Zwei komplett verletzte Kollegen irgendwo. Okay, nevermind, das war LSC-Funk. Nevermind. Was macht die Sauna? Punkt 27 Grad. 27,0. Man sollte gleich einen Streifwagen eintreffen, der bringt euch dann zum FD. Negativ. Wir müssen nur noch gucken, wie wir euch dann in den Streifenwagen bekommen. Streife 5 zur Abhandlung Vespucci. Der Overwatch für die Streife 12 kommen? Herzlich kommen Sie. Frage, könnt ihr mir eine Personenbeschreibung vom Fahrrad geben? Ja, hallo. Der weggerannt ist und auf der Treppe getasert wurde. Alles klar, check. Danke. Streifenwende. Oh Mann. Meinst du, wir kriegen dich aus dem Streifenwagen raus? Ja. Wen hast du dabei, der Spawn? Ja. Die automatische Unfallerkennungssoftware von Quentin hat erkannt, dass sie gerade einen Unfall hatten. Wenn sie nicht antworten, werden wir automatisch einen Notruf absetzen und Rettungskräfte zu ihnen schicken. Hatten sie einen Unfall? Was ist das denn? Herr Pörsing, wir probieren jetzt mal die Tür aufzumachen, um Sie da rauszukriegen, ja? Was Sie haben nicht geantwortet. Ich werde jetzt für Sie den Rettungsdienst informieren. Von dem Fahrzeug pro Person über ein, also zwei. Kann ignoriert werden, ist Gefettfinger von dem Kollegen bei der Unfallstreife, glaube ich. Oder wir haben auch seinen Knopf gedrückt. Gibt es nochmal bitte die 1.0? Ich bin noch ein PD1. Alle Freistreifen, bitte sofort anfangen. Kann ignoriert werden, ist... Kann ignoriert werden. Wir haben einen Kollegen aus dem Auto gezogen oder wollten rausziehen, sind auf den Knopf gekommen. Hat der jetzt nicht gecheckt, dass das von Quentin war? Dann probieren wir mal jetzt die Tür aufzustellen. Ah, was ist die Idee? Leitstelle für die 312, komm. Das ist so viel. Die Leitstelle hört sich. Eine 1029 für Frank. Greg. Okay, dann legen Sie sich mal hin, Herr Percy. Legen Sie jetzt mal vorsichtig hin. So, wo tut's weh? Frank Drake. Gehört zu Rainbow Skittle Party. Oh, ich geh mal wieder an PD4. Der Anschlag gut war. Hat mehrere geschlossene Akten, hat ein Fahrverbot des 27.07. Wir finden jetzt mal vorsichtig die geschlossenen Akten sind Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Machen wir sie so ohne Sicht. Kollegen, packst mal eben die andere Seite. Er sieht die Karte, danke. Und dann einmal. Bitte noch bitte. Guck mal, ob die das Hemd aufkriegst, damit wir die Schulter sehen. Mit ja, ich hatte die Knöpfe auf. So, perfekt. Und, so. Und weg damit. Natürlich, wie die 17 grün. Die 64 so. Stellvertretung für Leitstelle. Steht das tatsächlich so in der Personenakte? Oh. Mit der Zugehörigkeit? Nee. Das ist mal farbig. Ja, was mit den Beinen, Herr Percy? Das steht genauso drin. Tut weh, ja. Ah, das ist weh. Was soll das bedeuten? Ach, ihr seid jetzt nur mit einer Kokette hier, ne? Ja, deswegen brauchten wir ja nur einen Streifenwagen. Ja, aber wir brauchen ja für zwei Personen, ne? Ja. Ich hole mal eben noch einen zweiten Streifenwagen und dann gucken wir, dass wir einen Percy bei uns im Wagen reinkriegen, damit wir ihn zum FD fahren, weil die sind leider nicht mehr besetzt. Ja, ich weiß. Ich verzweifle mich gerade auch. Ja, Autodiebstähle sind aber jetzt hier, ne? Gleichzeitig, das war abgesprochen.
jemand PDM entwenden? Hallo? Entwendet wurde ein Freiauto. Ein Ventura oder so in grün und rot und ein Dekador in blau und rot. Was ist Wort eigentlich? Wie geht es denn dem Herrn Zorn? Müsste ich die Kollegen fragen. Wie geht es Herrn Zorn? Ja, der ist gerade austreten. Ach so, okay. Okay, dann bei 3 heben wir ihn vorsichtig an. Ja, die Streifen dann bitte Auto. Einmal zu 90 bei 1, Patch 100 2 und 3. Einmal nach hinten am besten. Na gut, dass Zorn das noch kann, austreten zu gehen. Okay, so. Liana, du bist kleiner, kannst du dich nach vorne setzen und den Sitz weiter nach vorne schieben? Ja. Okay, ich hoffe, dass innerhalb der nächsten 2 Minuten die 1090 ist. Frage im Punkt, das welche Streit hat jetzt die weiteren Pakete drin? Vorne. Wir fahren dann Percy schon mal zu Schmuddel, ja? Alles klar, mach das. Okay. Ich hoffe, das ist die Streife, oder? Ja. Boah, dann bringen wir sie jetzt mal schnell zu Schmuddel. Okay. Was Dummkopf. Du bist ein Dummkopf. Du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf, Junge. Nee, du. Nee, du. Nein, du. Haltet die Schnauze, ihr seid beide Dummköpfe. Entspann dich mal. Ja. Hattest du irgendwie Hasenkot im Kaffee oder was? Ja, nee, das ist wenigstens Ruhe. Warte. Nee, du bist ein Dummkopf. Boah, hast du echt Angst? Nee, du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf. Reed? Hm. Was denn? Meinst du nicht, dass wir sie wegtransportieren sollten? Mm-mm. Willst du sie hier? Mm. Willst du sie? Reed, ich weiß, es ist schwer. Aber willst du sie jetzt hier im Dreck und liegen lassen? Nein. Siehst du? Dann helfen wir, dass wir sie hier wegkriegen, ja? Und dann. Kannst du dich nochmal in Ruhe verabschieden? Okay? Nur weil wir sie hier wegbringen, heißt das nicht, dass du dich nicht mehr verabschieden kannst. Aber wir sollten hier weg. Und sie sollte hier weg aus dem Schmutz und allem. Will ich weggehen? Bitte? Will ich nicht weggehen? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich sehr gut, aber willst du sie wirklich liegen lassen? Komm schon, Reed. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß. Kriegt denn den Heli organisiert? Ja. Oder soll ich einen von uns rufen? Ja, das ist gut. Der Kollege. Ich weiß, Reed. Komm mal kurz zu der Seite. Und ich nur noch mit dir telefoniert gehabt. Ja. Reed, magst du mir helfen oder soll ich das ohne dich machen? Bin ich weg von ihr? Nee, du musst jetzt auch nicht weg von ihr. Alles gut. Du kannst sicher mitfliegen. Ja, er kann bei ihr bleiben. Das ist kein Problem. So. Mindestens fürs Erste. So, ich würde sie jetzt einmal ein bisschen anheben. Mm-mm. Ein bisschen seitlich.
Reed. So, guck mal. Nimm jetzt einmal hier. Nein, was ist das? Das Tuch lege ich mal hier auf die Seite, neben sie. Nein. So. Was spricht denn dagegen, sie jetzt mitzunehmen? Mhm. Kann das nicht. Ja, aber Riet, wir können sie hier auch nicht liegen lassen. So schwer es auch ist. Hilf mit. Mm-mm. Du kannst ja auch bei ihr bleiben. Bei ihr bleiben, du kannst. Aber sie muss hier definitiv weg. Was nicht. Pläne geht schon verloren damals. Ist alles verloren eigentlich. Frage in den Funk, gibt es freie Streifen? Gut, wir sind fertig hier, oder? Ich weiß nicht, wie viele Leute waren das denn? Ja, also die zwei, die ich auf dem Boden gesehen habe. Ihr seid frei, ja. Das heißt, der Rest der war, ja. Kann ich mit dir wetten davor. Okay. Ja, aber wissen wir das ja, wir verfolgen zwei, ja, jetzt langsam Bennys in Richtung Norden, etwa 12 Shopräuber auf Skateboard. Das folgenden Dispatch. Und wir bräuchten so 4, 5, 10, 90. Ja, komm. Check. Das ist Müll. Jo, geht weiter Richtung Norden. Sind jetzt an der Kreuzung und wir biegen ab in Richtung Westen. Ja, die sind, die haben da hinten. Das geht also ganz langsam und gemächlich in Richtung Westen, Richtung alten Beastle News Gebäude. Da war mein Skateboard nicht dabei. Ja, ich auch nicht. Sonst wäre ich mitgefahren. Ja, chill bleiben. Hinterher fahren mit dem Skateboard. Mhm. Aber das ist nur fair. Jo. Ja, und wir biegen jetzt ab in Richtung Norden. Heute? Anhalten? Hallo! Ja, wir sind jetzt beim alten Wissenius Gebäude und fahren dort durch die Gassen mit Skateboard. Das ist nicht euer Ernst, oder? Fahren jetzt weiter und schmeißen die Sachen weg. Das ist nicht euer Ernst. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hey, Wusso, wir haben da was reingepackt. Hallo. Bedient euch. Verarschen. Bis später. Ja, ja, das ganze Diebesgut ist hier in der Neutron. Ich weiß nicht, ob wir. Wollen wir die folgen? Nee, wir haben dafür nicht genug Geld. Ja, ich verkaufe nicht mehr. Also, ich war jetzt seit einem Monat nicht mehr bei einem Shoprob anwesend, ne? Ja, ich hab sonst das Bugs gesagt, was sage ich da jetzt eigentlich? Hände hoch oder es knallt oder LSPD oder was sagt man da eigentlich? Und dann kommen wir dort an und dann sehen das einfach an uns vorbeiziehen und sagen dann, okay, darauf konnte ich mich nicht vorbereiten. Also, ich sag dir ehrlich, wie die letzten Tage hier alles abging, würde ich sagen, Hände hoch oder es knallt. Dach, Dach, Kollege, Flottenhof. Ja, genau so. Also, ich, Seit wann fährst du Streifen? Versuch's ein bisschen zumindest. Können wir das jetzt mitnehmen?
Ja, irgendwie müssen wir alles irgendwie mitnehmen, aber wie? Also, keine Die Ahnung. Die andere Mülltonne denn ist auch voll. Mann. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas überhaupt in den Kukett reinkriegen. Ja, wir haben folgendes Patch. Erstmal markiert, ja, wir bräuchten noch eine zusätzliche Streife potenziell. Und wir haben. Die 90 ist mit einem Auto unterwegs. Bei, ja. Bei, ja, geht mit Platz nehmen, musst du einsteigen. Oder in die Kokette oder keine Ahnung. Ich denke, die waren gleich dazu, aber die sind gerade richtig unterwegs. Ja, ich pack die mal unter. Ach du Scheiße, willst du mich komplett ficken? Ja, doch schon. Leitstelle für dieses Treffen 6. Hört sie? Eine T29 für Cassie White, komm. Hey. Wir bräuchten eine Streife dringend an dieser Position. Hier sind viele Personen rundherum. Sind das die Skateboards drauf? Ja, positiv. Ja. Ja. Wir kriegen nicht alles mit. Wir sollten da hin. Ja. Ja, wir gehen da hin. Ja, nicht. Willkommen. Ist voll. Da ist noch Platz. Ist voll. Wir müssen die Dinger wegwerfen wieder. Sonst gehen den Kopf. Wir sollten Platz 90 Leute. Ja, ja. Wir können aber nicht alles machen. Es ist doch Müll heute. Ich will nach Hause. Ja, dann lassen wir das halt ja. Ein Kann mal jemand Caretaker anrufen? Ja, oder so. Ja, neu für die entleeren. Leitstelle für Streife 6, so. Eine C29 für... Dixer, Love. Scheiße. Fuck, wie ist Wie die Asiaten. Sechster Lauf hat den Nachttermin nicht angetreten und ist in 17. Ja. Okay, dann brauche ich mal eine 1090. Hey, ist nicht. Du gerade einen Stein geworfen? Ja, wir fahren da mal hin. Ja. Ja. Love is in the air. Na 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 na. Ja, das Messer nehme ich jetzt erstmal ab. Beziehungsweise. Ich geh mal Handschellen an. Und Handschellen? Ja, natürlich. Mann, oder was? Nee, da hat noch keiner. Gib ihm mal Handschellen. Ich seh Handschellen an links, oder? Dann sieh mich. Okay. Love, wieso machst du immer Scheiße? Ich muss eben auch zudem auch die Rechte vortragen. Hören Sie mich auch. Ich hab keine Scheiße. Ja, Kollege, warte kurz, dann kannst du dich beiden machen. Wir haben nur eine Skateboard-Tour gemacht. Du hast deine Haft nicht angetreten. Ja, ich hab da nicht dran gedacht. Es kam noch nicht so oft vor, dass ich einen Hafttermin hatte. Deswegen hab ich's vergessen. Versteht ihr beide mich? Ja. Gut. Wie ne? Ja, mach. Okay, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, für jede Vernehmung einen Verteidiger anzuziehen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? War sehr schwer mit dem Funkgerät hier, aber nochmal. Ja. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ich hab doch ja gesagt! Ja, Sie haben das Recht. Ich kann den nochmal vorlesen. Zu vorlesen. Aussieht, ist der jetzt in die Fuji-Kanäle runtergefahren.
Ja, wir fahren mit Kukat runter. Runter. 3467 auf dem Weg mit Kutsche BD. Womit geht auf dem Weg zu dem Punkt? Links sind die runter irgendwo. Wird der verfolgt? Nee. Pistole, schwarzes Fahrzeug, Pistole. Die Kanäle runter. Denk mal bei denen in die Hut. So, keiner. Okay. Nö, finden wir nicht. Und ich kann hier suchen mal weiter. Ja, wir haben eine flüchtende Person, weiblich, rote Haare, gerade Richtung Westen in den Kanälen. Ja, Hinterstoff und Schnapp. Ja, die Kokette, setzt euch mal daneben und tasert die mal weg. Yeah. Hey! Was ist mit dir? Oh, endlich. Oh! Warum kommt der mit dem Knüppel drauf? Kloppt euch zusammen, juckt mir an. Oh, liegen bleiben jetzt. Und sonst gibt's noch einen. Ihr seid solche Bastarde, Alter. Warum wird hier jetzt rumgekloppelt? Was passiert denn schon wieder hier? Erstmal umgeknüppelt mit sogar den eigenen Kollegen. Polizeigewalt, Polizeigewalt. Nein. Sie hat es gut angefühlt. Und dann wird man. Man macht gar nichts, man hat überhaupt gar nichts, weil sie hatten. Ey, und dann knüppeln sie auf mich ein. Sie sind doch einfach nur noch widerlich, ja, Alter. Der Kollege hat's ja gesagt, widerlich. So widerlich. Die Art und Weise ist so eklig von ihnen, ehrlich. Ja, jetzt nicht. Machen sie das, was hab's der Kollege gesagt. Sagt. Und holen nicht rum, weil sie geknüppelt wurden, was der Kollege ihnen sagt. Warum fahren die jetzt weg? Keine Ahnung, wir können sie nicht nehmen. Spawner und Spoiler, so. Ja, die Streife, die hier gerade weggefahren ist, also wir bräuchten euch für einen Abtransport. Also. Ja, wir holen gerade die Streife. Ja, copy. Da bist du mit dem Streifenwagen hier sind, kann der auch dahin gehen. Ja, das das bekommt die bestimmt nicht hin. Oh, keine Ahnung. Handschellen dran und ab. Die trage ich auch zur Not. Ist mir scheißegal. Aber Sparks. Also ich gebe dem Ganzen eine 10 out of 10. Ja, ich auch, ne? Mhm. Hab's ja gesagt, dass ich sie wegknibbel, wenn sie wegfällt. Ja, ja, richtig. Nee, auf den Arsch. Ja, wollte gerade sagen. Hat sich das gut angefühlt, deswegen hab ich ja gefragt. Ich hab das nicht richtig gesehen. Ich hab nur gesehen, dass sie da umkloppt und dann umkippt und dann kommt Spark und weg. Ja. Ich dachte mir, was geht denn jetzt ab? Wir ignorieren auch meine 2-4 Schüsse, okay? Ja, das geht besser, Russo. Nur hört's auf den Miller. Ich hab mich so. Ja, war schon sehr enttäuschend jetzt. Doch, Walle. Och, Bugs, wollen wir dann. Ja, beschweren sich alle, wenn ich Eskalationsstufe 2 anwende und nicht 3, Mann. Was wäre 3? Obwohl, Taser. Ich weiß, was 3 ist. Ja, Taser halt. Komm, geht's weiter. Der war zu schnell! Alter. Oh, wow. Information für den Herrn Diaz. Wir sind verunfallt am folgenden Dispatch. Mann, Alter. Ah.
Alter. Scheiße, alles gut bei Ihnen? Hallo? Oh. Seid ihr... Er kann nichts dafür. Hört mich jemand? Es geht. Oh, nee, ich ruf warte, ich ruf schnell. Der Knirsch war viel zu schnell. Fuck, Alter. Seid ihr ansprechbar? Hallo, Ja, sind wir. Ja, hier gab's gerade einen dicken Autounfall. Zwei Polizisten sind verletzt. Drei, ja. Aber ansprechbar noch. Alter Schwede. Schnell mir mal den Gott hier ab. Oh, Kopf über raus. Alter. Eingeklemmt. Ich weiß nicht, der Fahrer, kommen Sie raus. Fuck, Alter. Sorry, wie geht's dir? Pass auf, ich halte dich jetzt gleich fest, du machst den Gott gleich ab. Ja. Ich stütze dich und wir machen so gesehen, dass die Knie zuerst runterkommen, okay? Jupp, alles klar, auf dein Kommando. Okay. Tschüss. Ich halte dich, mach auf. Und Ei. Kommen Sie raus? Check. So, komm her. Weh. Scheiße. Uns mal abgesandt, Alles gut bei Ihnen? Ich komme. Ei. Können Sie noch Ihre Gliedmaßen spüren? Ja, okay, ich spüre ihn noch. Scheiße. Spüren Sie irgendwas nicht? Nee. Ich glaube, es ist alles da dran. Auweh. Okay, ich bin bei dem anderen Herrn. Herrlich. 10 Minuten im Dienst und schon ein Unfall. Oh, weh. Ach, die Kollegen. Wie geht's denn dir, ha? Und den anderen Kollegen? Ziemlich verdammt durchgeschüttet, Alter. Ja. Alter Schwede. Mir dreht sich alles. Fährt der weiter? Ich hab keine Ahnung. Der hat uns voll vorne erwischt an der Motorhaube. Ja. Alter. Ich hab's nur mehr Clashen hören und das war's dann. Hallo. Hi. Hallo. Eric. Oh, weh. Wo sind die Schmerzen und wie sehr sind die von 1 bis 10? Also momentan tut mir so ziemlich alles weh, aber hauptsächlich im Nacken und Kopfbereich. Schmerzskala würde ich sagen. Naja, gute 5 ist er schon. Okay. Stiffneck anlegen. Gut. Wissen Sie mit den anderen Kollegen, wie es denen geht? Sind ansprechbar. Zumindest der Kollege, der, glaube ich, da links neben mir liegt. Den hat es durchgeschüttelt, aber wie es dem anderen, den dritten geht, keine Ahnung. Erstmal schauen. Ja. Gut. Werde ich Ihnen jetzt erstmal schnell eine Infusion geben, damit die Schmerzen erstmal gelindert werden. Ja, bitte. Und dann schaue ich mir meinen beiden Kollegen an. Alles klar. Unverträglichkeiten, irgendwas bekannt? Nee, gar nichts. Habe ich zum Glück keine. Okay, wunderbar. Gut, dann gibt es jetzt gleich einen kleinen Pieks. Ja, kenne ich schon. Oh, okay. War schon ein bisschen voll. Gut, so, stecken wir das da an. So. Okay. Gut, dann lassen wir das kurz durchlaufen, bin sofort wieder bei. Ja, alles gut. Gut. So, bei Ihnen? Oh ja, wir sind hier über die Kreuzung. Der Herr mit dem weißen Wagen hat uns vorne an dem rechten Vorderrad voll erwischt, komplett. Okay. Wir haben uns gedreht, sind dann hier gegen den Briefkasten, whatever das ist, auf die Beifahrerseite gekracht und dann auf dem Dach liegen geblieben. Okay. Nee, wie gesagt, er kann nichts dafür. Weder das Auto noch der Dealer. 1 bis 10 und wo? Schmerzen weniger. Mir ist wir haben keine Möglichkeit gehabt, auszuweichen. Dreht und alles. Ich hab's nicht einmal wirklich gesehen, wie der reindonnert ist. So schnell ist das gegangen. Wir waren auf der Beifahrerseite. Da, wo halt der Unfall war. Echt gut. Also, Schmerzen so an sich haben sie jetzt keine, oder? Schwindel, also extreme Schwindel. Okay, gut, das ist Schulter vom Gurt natürlich, aber. Ja, na ja, gut, aber es schließt ein Schleudertrauma jetzt nicht aus. Ja. Juhu, jetzt also auf jeden Fall nicht aufstehen, also schön sitzen bleiben erstmal. Ja, ich bleib sitzen.
gucken wir jetzt einmal schnell den Kollegen an. Ja, gucken sich auch den Herrn mit der Niederhose an, das war der Fahrer von dem anderen Wagen. Aber überraschend, wie der nur mit dem Auto fahren hat können, beziehungsweise aufsteigen und alles. Das Auto schaut ja geil aus. Alter. Alter. Ja, wie gesagt, ziemlich durchgeschüttelt. Also der Weiß dort hinten ist uns frontal, wie wir über die Kreuzung gefahren sind, reindonnert. Aber wirklich frontal. Und er war viel zu schnell unterwegs. Oh. Ach nicht. Sechst. Ah. Oh. Nee, da kann es die nichts dafür. Wir waren auf dem Weg ins Westbuch-GPD und er hat uns geschnitten. Er hätte bremsen müssen. Ist aber volle Kanne über die Kreuzung gefahren, weil der Kollege hat keine Chance gehabt, da auszuweichen oder zu bremsen. Nee, da kann's SD jetzt wirklich nichts dafür. Ich bin der Erste, der schreit, aber da nicht. Wie geht's euch? Ja, geht soweit. Ziemlich übel, gerade so, das ist übel im Sinne von kotzübel, also nicht wie? Verletzt übel. Oh. Wie geht's denn dir? Ja, Kopfschmerzen, das war's. Ja, okay. Und da, wo der Gurt reingedonnert hat, tut halt übelst weh. Oh, klar, logisch. Aber ich setze mich mal ein bisschen auf. Soll man es da alles zu erreichen? Natürlich. Eieiei. Ist keiner erreichbar. Kennt das Spielchen doch. Ich mach mal das Übliche. Kannst du. Oder Auto ist abgeschlossen. Kannst du auf System zugreifen beim Auto? Ja. Kannst du mal schauen? Oh, Alter. Eieiei. Was gehen die zwei jetzt gucken? Der Typ hat keinen Führerschein. Oh, wow. Der ist nicht zugelassen. Okay. Der war auch, Alter, der war so schnell. Ich hab nach rechts geguckt, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ihr. Der ist so um die Ecke geschossen. Ich glaub, der kam vom Highway. Du kannst ja da vorne auf den, vom Highway hochfahren. Ja, richtig. Also, ich hab's nicht einmal wirklich ankommen gesehen, das Auto. Das hat auf einmal nur geknallt und weg war man. Es war einfach